and try to take away. There are Yakshmanasana Suktam. There are different mantras in the Vedas which we can use for taking away the bad karma phalas from the patient. So, das Erste, was wir machen bei einer Behandlung, jetzt ganz rein praktisch, was mache ich jetzt alles ganz konkret mit dem Patienten, ist, ich versuche, diese Karma-Palas, diese Programmierungen aufzulösen, indem bestimmte Mantren gesungen werden. Ja. Durch bestimmte Mantren kann ich helfen, dass bestimmte Sachen einfach aus, eliminiert werden. And after that, we connect, or the person who is doing the massage is connecting with the universal prana, because we have to become the carrier of the prana. So we become connected to the universe with the help of our five fingers. We try to connect our five elements to the universal five elements. Und der nächste Schritt ist, sich mit der universellen Prana-Energie zu verbinden. Der Heiler ist ja der, der dann diese Energie dem Patienten zuführen soll. Und die Verbindung zu dieser universellen Energie funktioniert über die Hände. Wir hatten ja gesagt, die fünf Finger repräsentieren die fünf Elemente. Und über die Hände, über meine Finger, verbinde ich mich mit der universellen Prana-Energie. Then once these five elements are connected, we become the carrier of the universal energy, and then we have to connect with the client, with the person who is getting the massage, and we can reach them only through the chakras. So we start from the Muladhara and chant Gayatri, because Gayatri is the mantra which is the verbal form of the life energy. So we chant Gayatri, and it has different syllables, bija mantras. With each bija mantra, we touch each one of the chakra and chant, and we connect the Muladhara and Sahasrara Padma with our both hands, and that's how we come into the person. Der nächste Schritt ist, dass wenn ich mich mit der universellen Prana-Energie verbunden habe, muss ich ja eine Verbindung herstellen mit dem Patienten, und das mache ich über die Chakren, und die erste Verbindung nehme ich dann über das Muladhara auf, und es wird dann das Gayatri-Mantra gesungen, weil das Gayatri-Mantra quasi die Verbalisierung der Lebensenergie ist. Also Prana in gesprochener Form ist das Gayatri-Mantra. Und dann wird über das Muladhara systematisch, über die Chakren, werden alle Chakren verbunden, und der Therapeut hält dann die Hand am Muladhara und oben am Kopf. And once we are connected with the person, then we can begin the treatment. We start applying the oil on the head with certain mantras. It's called Abhisheka Mantra, which is used for that, for applying the oil on the head. And then with the Purusha Sukta, we apply the oil all over the body in supine position first, and then we start the massage. Und dann wird systematisch Schritt für Schritt, das werdet ihr gleich dann sehen, das Öl auf den Körper aufgetragen von oben nach unten, und dann Schritt für Schritt dann in die Massage eingeführt.